Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Willkommen zum ersten von möglicherweise sehr, sehr vielen Videos, die hier in nächster Zeit auf dem Kanal erscheinen werden, nämlich meiner vollständigen Aufarbeitung von Starfield. Ich möchte mit euch gemeinsam absolut alle Planeten besuchen, die Starfield für uns zu bieten hat, alle Sonnensysteme und diese samt ihrer Flora und Fauna einzigartigen Merkmale, Städte und Basen für euch auflisten. Diese Reihe wird also die ultimative Starfield-Lore, denn wir werden alles entdecken, was es in diesem Spiel zu entdecken gibt, minus natürlich den unendlich viel random generierten Content, denn der ist nun mal bei jeder Person anders. Ich habe in dieses Projekt jetzt schon unglaublich viel Zeit und Vorbereitung gesteckt, deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass ihr genauso wie ich Bock auf dieses Projekt habt, eine vollständige Enzyklopädie in Videoform von Starfield, des Starfield-Universums hier Stück für Stück zusammenzutragen. Im Gegensatz zu meiner Expedition durchs Ödland in Fallout 4, in dem ich ja die einzelnen Locations jeweils vorgestellt habe, möchte ich hier in Starfield ganze Sonnensysteme pro Video vorstellen, damit wir auch einfach nicht irgendwie 1000 Videos, sondern nur ein bisschen über 100 Videos brauchen, um hier vollständig alles abzuhaken. Dementsprechend sind die Videos natürlich auch viel aufwendiger und viel umfangreicher und ich würde mich natürlich umso mehr über euren Support freuen. Das heißt, abonniert den Kanal, liked das Video, wenn ihr es nicht schon getan habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Projekt haltet, beziehungsweise auch von den Sonnensystemen, die wir besprechen und teilt das Video auch sehr gerne in euren sozialen Netzwerken oder mit euren Freunden, Freundinnen, was auch immer. Denn all das hilft mir dabei, dieses Projekt auch wirklich zu realisieren und es vor allem auch abzuschließen. Klammer auf, alle Locations aus Fallout 4 werden auch noch beendet. Klammer zu. Wenn ihr das hier jetzt seht und ihr Bock drauf habt, habe ich sehr gute Nachrichten für euch, denn das Alpha Centauri-System, das wir uns in diesem Video ansehen, ist nicht das einzige System, das ich zum Start dieser Reihe vorstellen möchte. Auf Coffee Cake and Games, meinem Podcast-Projekt, gibt es nämlich als Spin-off sozusagen, als Crossover, bereits jetzt die zweite Folge dieser Reihe über das Sol-System. Sowohl als Podcast, so ein bisschen hörspielmäßig, als eben auch als Videoformat bei Coffee Cake and Games. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut und auch dort das Video natürlich liked und abonniert und kommentiert. Ihr kennt das Ganze. Aber jetzt fangen wir endlich an mit unserem ersten Teil in dieser unglaublichen Reise durch ein unglaublich komplexes und prall gefülltes Universum und begeben uns ins Alpha Centauri System. Das Alpha Centauri System wird genauso wie unser heimisches Sol-System von einem gelben Stern im Zentrum in Stand gehalten. Den ersten Planet, den wir uns hier in diesem für die Starfield-Lore durchaus sehr besonderen Sonnensystem anschauen werden, ist Bonda, der Planet, der der Sonne von Alpha Centauri am nächsten ist. Bei Bonda handelt es sich um einen Gesteinsplaneten, der in etwa die zweifache Masse unserer Erde hat. Er verfügt über eine sehr dichte CO2-Atmosphäre und auf diesem Planeten herrschen infernale Temperaturen von über 460 Grad. Es gibt auf diesem Planeten kein Wasser und kein Leben. Sand und glühend heiße Regenstürme sind das Einzige, was wir hier auf der Planetenoberfläche vorfinden. Blitze zucken durch die Luft und die dichte Atmosphäre begrenzt stark die Sicht, während wir uns über die bräunliche Oberfläche dieses Planeten bewegen, die nur durch dunkle Gesteinsvorsprünge unterbrochen wird. Auf diesem Planeten finden wir mehrere heiße Quellterrassen. Hier wird sehr heißes Gas von unterirdischen vulkanischen Aktivitäten ausgestoßen. Durch die tektonische Aktivität dieses unterirdischen Vulkanismus haben sich an der Oberfläche mehrere heiße Quellen gebildet, die von aus dem Boden gedrückten Felsvorsprüngen eingekesselt werden. Und Geysire, die heißes Material aus den unteren Gesteinsschichten nach oben tragen, bilden um sich herum heiße Quellen, in denen das flüssige Material langsam gerinnen kann.
Bonda ist ein unglaublich lebensfeindlicher Planet. Die Nähe zur Sonne und die vulkanische Aktivität unter der Oberfläche machen diesen Gesteinsplaneten zu einem regelrechten Abbild der Hölle. Etwas weniger apokalyptisch sieht es da schon auf dem ersten Mond von Bonda, Cormea, aus. Auch auf diesem atmosphärelosen Himmelskörper herrschen Temperaturen von bis zu 460 Grad Celsius. Die braun-graue Gesteinsoberfläche des Himmelskörpers mit etwa einem Fünftel der Erdmasse ist stellenweise von erodierten Felszungen übersät. Die Oberfläche dieses Mondes erzählt uns eine Geschichte von einstigen Gewässern, die hier einst die Planetenoberfläche bedeckten. Laut der Beschreibung unseres Scanners sollen diese Gewässer einst belebt gewesen sein. Von diesen einstigen belebten Gewässern ist allerdings zur Zeit unserer Ankunft auf Cormea nicht mehr viel übrig. Lediglich verstrahlte Pfützen an der Oberfläche deuten darauf hin, dass es vielleicht unterirdische Flüsse auf diesem Mond geben könnte, die darauf warten, entdeckt zu werden. Der zweite Mond von Bonda, Grissom, ist ein durch und durch toter Gesteinsplanet. Die Oberfläche dieses Mondes, der etwa ein Drittel der Masse der Erde aufweist, ist von hellem Sand und hellem Gestein bedeckt. Er verfügt über keinerlei Atmosphäre und es gibt auf diesem Himmelskörper außer Eisen und Helium-3, wie das bei vielen Monden der Fall ist, nicht besonders viel Nützliches zu finden. Aber auf Grissom befindet sich immerhin ein alter, verlassener Mechfriedhof. Hier findet man Reste einer Technologie, die mittlerweile in den zivilisierten Gebieten längst verboten ist. Vielleicht gerade deswegen haben sich hier Piraten niedergelassen. Womöglich verkaufen sie die geborgenen Mechteile auf dem Schwarzmarkt für gutes Geld. Entfernen wir uns ein bisschen weiter von Alpha Centauris Sonne und gehen weiter zum Planeten Gagarin. Ein besonders interessanter Planet, wie ich finde. Es handelt sich hierbei um einen wasserreichen Gesteinsplaneten mit erdähnlicher Schwerkraft, der nach Juri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall, benannt wurde. Dieser Planet wurde aufgrund seiner idealen Bedingungen und seiner sauerstoffreichen Atmosphäre vom Menschen besiedelt. Doch der Planet beherbergte schon vor der Ankunft der Menschen Lebewesen. Um den Äquator des Planeten herum haben sich trockene, wüstenartige Regionen gebildet, während die Gebiete in Richtung der Pole sehr viel feuchter werden. Das Land wird hier sumpfiger und bildet kleine Seen und sogar Ozeane. Mit einer Durchschnittstemperatur von 46 Grad Celsius definitiv kein Planet für mich. Die Kreaturen auf diesem Planeten wirken sehr fremdartig. Zumindest für unsere irdischen Standards. Die Körperteile dieser Wesen sind teilweise nur schwer zu identifizieren und zuzuweisen. Das tierische Leben auf dem Planet trägt oft dicke, dornige Panzer und wirkt im weitesten Sinne in der Regel Insekten- oder Krebstierartig. Auf der Planetenoberfläche findet man vereinzelt Becken voller nährstoffreicher Lösung, die eigene offene Ökosysteme darstellen. Durch diese Becken werden Mineralien in die fossilienhaltigen Sedimente der tieferen Schichten dieses Planeten eingelagert und dienen komplexeren Lebewesen teilweise sogar als Nahrungsquelle. Die einzigartigen Pflanzenarten, die wir hier auf diesem Planeten finden können, sind das bittere Messerblatt. Diese Pflanze wächst vor allem in den Steinwüsten von Gagarin und basiert auf Kohlenstoffbasis und verfügt über eine Doppelhelix-DNA. Der Süßwasserkaktus ist, wie der Name schon sagt, ein Kaktus, der so aussieht, als könnte er auch auf der Erde vorkommen. Der Pflanzensaft dieses Kaktuses kann als Klebstoff benutzt werden. Er reproduziert sich laut Beschreibung durch Ableger. Das verbrannte Stoßblatt hat ebenso wie alle anderen Pflanzen auf diesem Planeten eine Doppelhelix und basiert auf Kohlenstoff. Auch sie wächst besonders gerne in den trockenen Regionen des Planeten. Die samtige Blüte ist dagegen eine Sumpfpflanze, die sich selbst klonend fortpflanzt. Der Sumpflaschenwurz ist, wie der Name schon sagt, in den Sümpfen des Planeten heimisch. Auch hier handelt es sich um eine kohlenstoffbasierte Lebensform mit Doppelhelix, die sich durch Sporen reproduziert.
Werfen wir nun mal einen Blick auf das für mich zumindest sehr viel interessantere tierische Leben auf Gagarin. Denn hier gibt es tatsächlich einige ziemlich interessante und bizarre Kreaturen, wie schon anfangs erwähnt. Zum Beispiel den Korallkriecher. Bei diesen handelt es sich um insektenartige Kreaturen, die in kleinen Gruppen unterwegs sind und mit ihren Mundwerkzeugen Nährstoffe von den Mineralien abschaben. Eigentlich sind diese Kreaturen friedlich, können aber schnell aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Scherbhüpfer sind meistens in kleinen Gruppen unterwegs. Sie sehen so ziemlich wie etwa hundegroße Heuschrecken aus und ernähren sich genauso wie die Korallkriecher von geologischen Nährstoffen. Sie sondern ein Gift ab und ihr dicker Panzer schützt sie vor äußeren Angriffen. Diese Kreaturen sind weitgehend friedlich und ungefährlich. Die Trilobiten sind Aasfresser, die sich von totem Gewebe ernähren, das sie auf der Planetenoberfläche finden. Sie sondern eine für den Menschen genießbare Substanz ab, die ein beliebtes Gewürz darstellt. Sie sind sehr passive und scheue Fluchttiere. Ganz im Gegensatz zum Staubteufel Exoläufer. Dieses Raubtier macht zwar nicht gezielt Jagd auf den Menschen, wird aber sehr schnell aggressiv, um sich selbst zu schützen. Der massive Panzer dieser Kreatur, die fast wie ein Hybrid aus einem Insekt und einem Löwen wirkt, ist mit Stacheln übersät. Dieser Staubteufel-Exoläufer steht wohl an der Spitze der Nahrungskette auf Gagarin. Der Kopf weist drei sehr markante Augen und schnabelartige Mundwerkzeuge auf. Die Korallkübel sind überaus bizarre Herdentiere, die hoch in den Himmel steigen und sich dort scheinbar einfach treiben lassen, um Nährstoffe aus der Luft zu filtern. Sie sind vollkommen wehrlose und harmlose Beutetiere und gehören zur Beute der Zackenschwingen-Meerfledermaus. Hierbei handelt es sich um Rudeltiere, die nicht nur Jagd auf die Korallkübel in der Luft, sondern auch auf kleinere Lebewesen am Boden machen. Sie sehen fast wie kleine fliegende Hammerhaie aus. Doch nicht nur der Boden und die Luft von Gagarin ist belebt, sondern auch die Seen und Meere. Dort finden wir unter anderem die Mondfische. Diese rochenartigen Wesen sind harmlos. Sie filtern Nährstoffe aus dem Wasser. Im krassen Gegenzug dazu finden wir in den Seen und Meeren allerdings auch die überaus gefährlichen Seehexen. Diese großen hirnfischartigen Wesen jagen in Rudeln und sind überaus aggressive und territoriale Raubtiere. Sie sind auch für den Menschen sehr gefährlich. Und neben ihrer bizarren hirnartigen Kopfstruktur stechen von ihrem Aussehen vor allem ihre 14 schwarzen Augen hervor. Doch wie schon gesagt, leben auf Gagarin nicht nur bizarre Alien-Kreaturen, sondern auch Menschen. Die Siedlung auf Gagarin ist unter der Kontrolle der United Colonies. Früher war diese Siedlung wirtschaftlich gut gestellt. Doch seit des Mechs-Verbots ist die Gagarin-Siedlung auf dem absteigenden Ast. Die Leute leben hier mittlerweile ein relativ einfaches und ruhiges Leben. Die Gesetzeshüter der United Colonies, die Klinik und die örtliche Bar gehören zu den Highlights in dieser kleinen Stadt. Gagarin heißt nicht zufällig wie der erste Mensch im All. Hier in dieser Siedlung werden die ersten Raumfahrer und Raumfahrerinnen in Ehren gehalten. Doch Gagarin ist bei weitem nicht der einzige beliebte Planet im Alpha Centauri System. Als nächsten Planeten auf unserer Liste besuchen wir Jemison. Nachdem die Menschheit die Erde verlassen hatte, da diese unbewohnbar wurde, wurde die neue erste Heimat der Menschheit und gleichzeitig das Hauptquartier der United Colonies die große Stadt New Atlantis. Über Jemison verbreiten sich allerdings noch viele weitere kleine Siedlungen, Fabriken und Einsiedler. Der Planet verfügt über 90% der Erdmasse, ein gemäßigtes Klima, eine sauerstoffreiche Atmosphäre und sauberes Wasser. Kein Wunder also, dass dieser Planet als neue Heimat für die Menschheit gewählt wurde. Die angenehmen 21 Grad am Äquator sind schon eher was für mich und sorgen dafür, dass erdähnliche Wiesen und Wälder auf dem Planeten erblühen, während es an den Polen weiterhin sehr kalte und felsige Gebiete gibt.
Die einzigartigen Pflanzen, die wir hier auf diesem Planeten finden, sind die Klippenkorbeeren. Diese findet man fast überall auf dem Planeten. Sie pflanzen sich selbst Klonen fort und sind für den Menschen essbar. Auch die Boreaswurz ist eine weit verbreitete, sich selbst klonende Pflanze, die genutzt werden kann, um stabile Pflanzenfasern zu gewinnen. Auch das glatte Traubenkraut ist selbst klonend. Und bei der Spiralrebe handelt es sich um eine giftige Pflanze, die vor allem in den wärmeren Gebieten des Planeten auftritt. Auch sie ist selbst klonend kohlenstoffbasierend und verfügt über eine Doppelhelix-DNA, so wie fast alle anderen Pflanzen auf diesem Planeten. Die kalte Höhlennessel ist eine giftige Pflanze. Entgegen ihres Namens wächst sie allerdings nicht in Höhlen, sondern in den kälteren Regionen des Planeten und reproduziert sich sowohl durch Selbstklonen als aber auch durch Sporen. Die Breitblattrose ist essbar. Sie wächst gerne in Gebirgen und pflanzt sich selbst klonend fort. Die buschelige Netzweide, wie geil ist eigentlich der Begriff buschelig, ich find's großartig, liebt vor allem die kalten Regionen auf dem Planeten. Sie pflanzt sich durch Sporen oder durch Selbstklonung fort. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Aurora-Palme, eine weitere giftige Pflanze, die vor allem gerne in den warmen Regionen vorkommt und sich wie alle anderen selbst klonen kann. Außerdem findet man auf der Planetenoberfläche komplexe Mikrobenkolonien, die an der Oberfläche des Planeten rankenartige Strukturen bilden, um so Nährstoffe aus der Luft und aus dem Boden zu filtern und Reize von außen an die benachbarten Mikroorganismen im Inneren dieser Tentakel weitergibt. Ein sehr komplexer Superorganismus. Die Gletscherreste, die wir auf Jemison finden können, deuten darauf hin, dass sich das Klima dieses Planeten rapide verändert hat. Womöglich ein Überbleibsel von gezielter globaler Erwärmung im Rahmen des Terraformings durch den Mensch auf Jemison. Außerdem finden wir noch Clusterstrukturen, die aus dichten Wurzeln und Fasern sowie anderen biotischen Strukturen bestehen, die miteinander verschmolzen sind und zu einem nährstoffreichen Speichercluster geworden sind, die über unterirdische Kanäle mit anderen Clustern überall auf dem Planeten verbunden. Die Tiere, die wir hier finden können, sind unter anderem der Papagei-Habicht. Diese Wesen sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Reptilien und Vögel. Sie fliegen mit Flughäuten, aber attackieren die Beute mit ihren Schnäbeln. Eigentlich sind diese Wesen nicht unbedingt aggressiv, aber durchaus wehrhaft. Sie machen Jagd auf teils sehr viel größere Bodentiere. Die Krokodaunen weisen ebenfalls Merkmale von Reptilien und Vögeln, so wie wir sie auf der Erde kennen, auf. Sie sind sehr territoriale Wesen, die ihr Revier verteidigen. Die Stacheln auf ihrem Körper dienen zur Verteidigung und sie können zur Not auf Entfernung Projektile ausspucken, um ihre Gegner zu schädigen. Sie nutzen dafür allerdings lieber ihre Mäuler und Klauen. Sie sind die größten Raubtiere in den Wäldern und den eisigen Bergen des Planeten. Sie verfügen über 3 sehr markante Augenpaare und haben federartige Plattenpanzer an ihrem Kopf sowie einen Schnabel. Die Papageienhabichte und die Krokodaunt weisen einige Ähnlichkeitsmerkmale auf, was auf eine gewisse Verwandtschaft hinschließen könnte. Ganz anders dagegen sind die Riffelläufer aufgebaut. Diese Herdentiere gehören zu den größeren Beutetieren auf dem Planeten. Und sie werden von vielen der großen Räuber gejagt. Sie sondern ein Gift ab, sind allerdings ansonsten nicht gefährlich. Es sind sehr passive und friedliche Wesen. Sie sehen so ein bisschen aus wie Schnabeltierköpfe an einem zweibeinigen Dinosaurierkörper. Mit mehreren schlauchartigen Öffnungen an Kopf, Körper und Händen. Sie verfügen über keinerlei sichtbare, für uns erkennbare Sinnesorgane. Allerdings über deutlich erkennbare Zähne und Zungen in ihrem schnabelartigen Maul. Die Hauerköpfe sind echsenartige Herdentiere mit Hörnern an der Stirn und am Kinn, die sie zur Verteidigung einsetzen können. Es handelt sich allerdings eigentlich um sehr scheue Beutetiere, die nur im Notfall zum Kampf greifen. Sie füllen die ökologische Nische der Riffelläufer in den Bergen aus. Die Hauerköpfe sind auch für den Menschen genießbar.
Besonders interessant finde ich hier auf diesem Planeten, in diesem Ökosystem, die Meerfledermaus. Friedliche, kleine, fliegende Wesen, die optisch sehr stark an die Zackenschwinge-Fledermaus von Gagarin erinnert. Könnte hier vielleicht in gewisser Weise eine Verwandtschaft bestehen? Könnten vielleicht gemeinsame Vorfahren von dem Menschen absichtlich oder versehentlich als invasive Art von einem Planeten auf den anderen gebracht worden sein? Außerdem finden wir auf Yemison noch Käfer. Ja, diese sehr kreativ benannten Wesen, die eigentlich eher wie kleine Urzeitkrebse aussehen und nicht wie Käfer, leben gerne in den kälteren Regionen des Planeten. Sie sind sehr schreckhaft und friedliche Wesen und ernähren sich von Gras. Die Hauerfrösche sind insektenartige Wesen, die sich springend auf die Jagd begeben und sich, wenn nötig, auch gewaltsam verteidigen können. Sie geben ein Sedativum ab, vermutlich um ihre Beute zu betäuben. Sie leben lieber in den wärmeren Regionen des Planeten und jagen oft alleine oder in kleineren Gruppen. Zu ihren markantesten Merkmalen gehören wahrscheinlich ihre 6 sehr auffälligen insektenartigen Augen und mehrere Greifzähne am Maul. Die Korallenkäfer sind weitere insektenartige Wesen mit Köpfen, die fast schon wie Blumen oder Blüten aussehen. Sie sind überaus aggressive Wesen, die mit ihren gottesanbeterähnlichen Klauen oder einer Substanz, die sie durch ihre Mäuler ausspucken können, attackieren. Sie gehören zu den aggressivsten Raubtieren auf dem Planeten. Ganz im Gegenteil zu den Karaschnecken. Hierbei handelt es sich um sehr friedliche Aasfresser, die stets den Boden nach Nährstoffen abtasten. Wie auf den meisten Welten, die von Menschen bewohnt werden, finden wir auf Yemison allerdings auch andere planetenfremde Arten, wie zum Beispiel die überaus schrecklichen und furchteinflößenden Terramorphs und die überaus lästigen Thermoparasiten. Wie schon erwähnt, befindet sich auf Yemison die Stadt New Atlantis. New Atlantis ist in 2 Areale eingeteilt. An der Oberfläche finden wir eine große, pompöse und für uns sehr futuristisch wirkende Oberwelt mit Filialen aller großen Organisationen und Konzernen, die etwas auf sich halten. Es war immerhin auch die erste Stadt der Menschheit außerhalb des Sol-Systems und ist die Heimat der United Colonies. Im krassen Gegensatz dazu leben in den unterirdischen Teilen von New Atlantis die ärmeren Teile der Bevölkerung, die durch ihre harte Arbeit die Oberwelt am Laufen halten. Um Yemison herum kreist der unscheinbare kleine Mond Kurz. Hierbei handelt es sich um einen kargen Gesteinsmond mit etwa 10% der Erdmasse. Er verfügt über keine Atmosphäre und kein Wasser und kann somit natürlich auch kein Leben beherbergen. Im Alpha Centauri System finden wir außerdem noch den Gasriesen Olivas. Er hat ungefähr die 1,3-fache Masse der Erde und eine wasserstoffhaltige Atmosphäre. Natürlich kann man auf diesem Gasriesen selbst nicht landen, allerdings verfügt er auch über die Monde Tsamka, Voss, Havli, Chavala und Lovell, die wir besuchen können. Tsamka ist eine felsige, kalte, aber dafür auch sehr rohstoffreiche Welt mit einer dünnen Methanatmosphäre, der über ungefähr die Hälfte der Masse der Erde verfügt. Auf diesem Mond findet man Wasser, allerdings kein Leben. Die eisigen, weißen, endlosen Oberflächen werden nur durch die dunklen Felsen durchbrochen. Da dieser Mond über keine Atmosphäre verfügt, schlagen viele Asteroiden unbegrenzt auf der Mondoberfläche ein, ohne zu verglühen. Das bringt viele Rohstoffe an die Oberfläche, die hier eigentlich nicht heimisch wären. An einigen Stellen sickert Magma durch das mineralisierte Grundwasser des Monds, was zu einer Ansammlung von massiven kristallinen Strukturen führt. Manchmal ziehen Stürme durch die dünne Atmosphäre des Mondes. Doch wenn der Himmel klar ist und man sich zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort befindet, bietet der Gasriese Olivas am Himmel ein wunderschönes Panorama. Der Mond Voss hat ungefähr die halbe Erdmasse und verfügt über eine dünne Stickstoffatmosphäre und auch hier finden wir Wasser.
Genauso wie alle anderen Monde ohne Atmosphäre steht auch dieser unter massivem Meteoroidenbeschuss. Die endlosen kalten Wüsten gibt es hier auf Voss tatsächlich in verschiedenen Varianten. Mal sind es weiße, fast schon romantische Winterlandschaften, die mit Kristallinstrukturen übersät sind, und mal sind es kalte, sandige Wüsten. Havli verfügt ähnlich wie Zamka über eine sehr dünne, methanhaltige Atmosphäre. Die Masse ist etwa die Hälfte der Erde. Im Gegensatz zu Zamka ist Havli allerdings sehr stürmisch, sehr neblig und sehr feucht. Das braune Gestein wird manchmal durch rötliche kristalline Strukturen durchbrochen und die Landschaft erinnert stark an die anderen Monde. Die vom Gasriesen gefärbten, orangefarbenen Nächte haben aber ihre ganz eigene Magie. Chavala ist eine Eiswelt mit sehr dünner CO2-Atmosphäre und schwermetallbelastetem Wasser. Die Oberfläche bietet eine weiße Eiswüste, soweit das Auge reicht. Und zum Schluss haben wir da noch Lovell. Lovell ist Chavala sehr ähnlich, aber hier finden wir manchmal kristalline Nukleationskerne, die von aktiver vulkanischer Aktivität unter der Eisoberfläche zeugen. Und das sind alle Himmelskörper, die wir im Alpha Centauri-System bereisen können, mit ihren markantesten Merkmalen, ihren Lebewesen und ihren menschlichen Siedlungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie schon gesagt, liken und abonnieren nicht vergessen. Schreibt mir gerne einen Kommentar zu diesem Video oder dem Alpha Centauri System in die Kommentare. Und schaut unbedingt bei Coffee Cake and Games vorbei, denn dort könnt ihr jetzt schon die Folge zu unserem Heimatsystem Sol bestaunen. Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.